Starten wir mit dem folgenden Video in die Kommunikationsfunktion. Und als erstes steht natürlich die Frage, wie redet die Lernsax mit uns? Was sagt sie uns? Oder man kann die Frage auch anders stellen, muss ich wirklich jedes Mal, wenn eine neue Information in der Lernsax eingestellt wird, in die Lernsax reingehen? Muss ich also immer online sein? Die Antwort lautet ganz konsequent nein. Schauen wir uns dazu mal ein kleines Beispiel an. Ich bin in meiner Klasse und ich habe eine Aufgabe gestellt und die Schüler speichern jetzt ihre Dokumente in die Dateien ab. Normalerweise müsste ich jetzt jedes Mal reinschauen und stündlich kontrollieren, ob Dateien jetzt angekommen ist. Das tun wir natürlich nicht. Sie hatten ja schon das klare Nein von mir gehört. Betrachten wir uns die Übersichtsseite der Dateien mal etwas genauer und schauen oben links, denn hier befindet sich ein kleiner Schieberegler. Und wenn ich mit dem Mauszeiger über diesen Regler gehe, sagt er mir schon, was es gleich zu schalten gibt. Also per Systemnachricht über neu hochgeladene Dateien informieren lassen. Ja, und wie wir sehen, die Ausgangsposition ist ausgeschalten. Es bedeutet, ich muss ihn erstmal einschalten. Jetzt ist er grün. Und wenn ich jetzt mit dem Mauszeiger drüber gehe, dann sehen Sie den Spruch, Sie werden per Systemnachricht über neu hochgeladene Dateien informiert. Sehr schön. Damit haben wir den Schritt 1 getan. Wir haben gesagt, dass ich informiert werden möchte. Und jetzt müssen wir gleich noch Schritt 2 tun, nämlich wie ich informiert werden möchte. Für den Schritt 2, das heißt also für die Nachrichtenart oder für die Sendeart, also wie soll jetzt die Information an mich herankommen, dafür wechsle ich in den Privatbereich, gehe wieder nach unten in die Einstellungen, nicht, sondern wir gehen einen Schritt weiter in die Systemnachrichten, denn das haben wir ja die ganze Zeit besprochen. So, im Moment sind sie noch leer, ist nichts passiert, aber oben rechts haben Sie Benachrichtigungen festlegen. Und wenn ich jetzt diesen Mausklick ausführe, dann sehen Sie eine Art Matrix. Und in der Matrix sind auf der linken Seite alle Nachrichten, die Sie per Schieberegler eingeschalten haben, aufgezeigt. Und Sie haben jetzt oben Möglichkeiten einmal online, Quick Message, E-Mail sofort, E-Mail täglich oder E-Mail wöchentlich. Hier gleich der Hinweis, für jemanden, der ein Smartphone oder ein Tablet die App heruntergeladen hat und sich dort über diese App angemeldet hat, der sieht die letzte Spalte noch, also die Push-Nachricht. Das heißt, die Lernsax überträgt also direkt an das mobile Gerät diese Benachrichtigung und das kennen Sie, bling, plong, plang und da kommt so ein kleiner Text. Sie haben, genau das ist dasselbe. Aus meiner Sicht heraus ist die Systemnachricht eine wichtige Benachrichtigungsmöglichkeit und insofern zeige ich Ihnen jetzt noch eine zweite Möglichkeit. Sie sind jetzt in der Klasse drin und Sie haben in der Klassenübersicht oben rechts die Benachrichtigungen. Die öffne ich jetzt mal. Und in den Benachrichtigungen haben Sie alle Funktionen, die in der Klasse aktiv sind. Je mehr, umso mehr Zeilen sind natürlich, je weniger, umso weniger Zeilen sind drin. So, unsere Dateien haben wir schon eingeschalten per Schieberegler und Mitteilungen sage ich, nee, brauche ich nicht, kriege ich ja sowieso. In Ordnung. Nicht speichern vergessen, das ist also immer wichtig. Änderung wurde gespeichert und schließen. So, jetzt ist das gleiche Prinzip wie der Schieberegler, nur eben über die Matrix. Jetzt gehe ich wieder in Privat, in die Systemnachrichten und Benachrichtigung festlegen. Jetzt suche ich mir die Zeile, die ich da gerade ausgewählt habe, aus und setzen dann an der richtigen Stelle, wo Sie gerne möchten, also per Quick Message oder per E-Mail sofort, E-Mail täglich oder E-Mail wöchentlich, das Häkchen. Empfehlenswert ist natürlich die Push-Nachricht, dass man die sich senden lässt und online, das zeige ich Ihnen auch gleich, wo Sie das ablesen können. So, zum Schluss wird wieder gespeichert und damit haben wir Schritt 2 beendet.
Sie hatten gerade in der Informationsmatrix, also in der Sendematrix, die erste Spalte war also online. Und jetzt zeige ich Ihnen, wo sich dieses online befindet. Ich bin jetzt im privaten Bereich, also in meiner Übersichtsseite. Und in dem Bereich Status habe ich also die E-Mail, Systemnachrichten und Kalender. Und Systemnachrichten, das ist genau die Zeile, die der ersten Spalte entspricht. So, ich habe also keine Benachrichtigung erhalten. Ich klicke wieder auf Privat. Das wäre also eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, Sie haben die Pinnwand aktiv. Das kann also der Administrator Ihnen auch freischalten. Und in der Pinnwand sehen Sie natürlich auch die Mitteilungen. Hier eine Mitteilung, erster Schultag. Und wenn ich jetzt auf die Mitteilung draufgehe, könnte ich den Link abrufen. Ich könnte mir auch jetzt in die Klasse gehen und Sie sehen, wie schnell das geht. Ich wechsle vom Privat in die Klasse, blau und blau, hätte dann hier die Mitteilung zu sehen und können Sie jetzt studieren. Also Sie merken gerade, bei Mitteilungen müssen Sie also nicht den Schieberegler reinschieben, es sei denn, Sie wollen dann per Push-Nachricht informiert werden. Mitteilungen laufen automatisch über die Systemnachrichten. Wenn Sie diese Zeile nicht sehen sollten, dann liegt es einfach daran, dass Ihnen die Grundeinstellung jetzt einen kleinen Streich spielt. Auch kein Problem. Sie haben im privaten Bereich noch die Möglichkeit, die Übersicht anzupassen. Und bei den Systemnachrichten ist der Ausgangspunkt Anzahl bei Inhalt. Ja, ich möchte es aber immer sehen, diese Zeile. Das heißt also, Sie müssen dann die Anzahl immer einklicken und speichern. Ja, probieren Sie es einfach mal aus. Viel Spaß beim Üben.